So, moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, wir wollten die Platten gießen. Da war ja was. So, und ab dafür jetzt hier. Ich habe gerade auch erstmal eine kurze Pause gemacht. Mal eben für kleine Jungs und so. So, stopp, ruhig, Brauner. Halt, andere Richtung. Sich ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde brauchst du, um so eine blöde Platte, diese beiden Platten zu gießen. Oh, so. Und laufen lassen den Kram. Ein bisschen höher, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Fläche. Aber nur vielleicht. Wir brauchen ja die Fläche. Uah. Nicht zu schnell. Das muss voll laufen. Mit dieser Suppe. Es hört sich auch schon sehr dickflüssig an. Geo, keine Details bitte. Danke. Okay, dünnflüssig. Scheiße. Ja, genau. Irgendwie ist das hier Arbeit für Sträflinge. Geh ist ein Sträfling. Halt, andere Richtung. Nase wieder hoch. Arbeit für Sträflinge. Oh, dass ich hier so Marathon aufnehmen muss, liegt nur an diesem scheiß kaputten Bandicam-Kram. Beziehungsweise, dass das Spiel so ein Theater damit macht. Sonst hätte ich das gesplittet. Weil ich bin da jetzt schon, weiß ich nicht, 6 Stunden dran oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange. Und ich stelle mir gerade vor, ich würde das jetzt, hätte das jetzt alles mit der Betonpumpe gemacht. Das wäre ja sowas von Sisyphus. Na, Gio, haben wir ein paar Löcher drin? Buh. Ein paar ist gut. B. Abzug in der B-Note. Jetzt weiß ich auch, was sie in den Kommentaren damals da geschrieben haben. Ich habe da mir auch so ein Forum mal durchgelesen. Und da war irgendwas. Eine Scheiße, ich bin ja nur am Gießen hier, wir sind bekloppen. Ich habe ja schon so ein paar Apartment-Hochhäuser gebaut und so. Da musste ich zwar auch gießen, aber nicht in der Menge. Ah, kriegen alles hin. Auf zu heulen. Ich heul doch gar nicht. Meine Güte, du hast aber einen Strahl drauf. Ja, wieso? Ich bin auch der Dauerpinkler hier vom Ort. Ja, 5 Minuten haben wir gleich schon verballert hier. Nur mit Beton gießen. An die angehen hier. Oh, di da di da di. Könnten du. Oh. Oh, Kesselarme Arme.
Deswegen lahme Arme, weil ich ja die Tastatursteuerung auch immer dementsprechend halten muss. Du, entweder akzeptiert das Loch da hinten jetzt oder nicht. Das könnt ihr selber zumachen. Guck mal hier zum Beispiel hier Harpe, ne? Der ist so fies. Der ist nur am Pommes fressen und ich bin am Arbeiten. Ja. Das sind immer die richtigen. Sieht gut aus. Ja. So, jetzt haben wir noch was drin. 77%. Ich würde sagen, den mache ich jetzt noch nicht voll. Sondern... Wir gießen so gleich weiter. Was haltet ihr davon? Bestimmt eine gute Idee, oder? Gio, wieso hast du das nicht gleich erst... Hättest du von Anfang an so machen können. Wir haben das doch schon lange gesehen, dass das so ausreichen muss. Ja. Haut mich alle, schlacht mich. Laufen lassen. Ich denke, wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal zwei gießen, wenn wir die gesetzt haben. Könnte ich fast meinen Arsch drauf verwetten, aber auch nur fast. Oh, mit dem Arsch verwetten wäre ich immer vorsichtig. Ja, wie ihr merkt, habe ich keine Hintergrundmusik, wie so manche andere Let's Player. Das habe ich aus GEMA-rechtlichen Gründen nicht gemacht. Es gibt zwar welche, die sind GEMA-frei, aber warum soll ich da Musik machen? Ich kann auch selber singen, oder? Oder ihr. Und wie ich das höre, ganz einfach. Ihr schickt eine Audiodatei per E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr ja unter meiner Videobeschreibung. Also in meiner Videobeschreibung. Ja, schon da in die Ecke rein. Ups. So. Jürgen, sei nicht so lange still. Wir wollen ja nicht langweilen hier. Nein, Geo. Ist nicht still. Ja. Du hast schon genervt, ne? Ja, so ein Stückchen hoch.
Ey, hoch. Und voll laufen lassen, voll laufen lassen, voll laufen lassen. Ja, wunderschön. Andere Richtung. Ah, wir haben es gegossen. Yeah. Glaub's nicht. Boah. Und wieder zwei Platten gegossen. So, dann werden wir den ganzen Kran mal hier so ein bisschen rüberschwenken, ne? Versucht der Kran nach links zu schwenken, hilft nur eins, gegenlenken. Halt, andere Richtung. Es gibt dem LKW wieder keinen, wie gerade. Guck mal, 55%. Ist ja noch mal drin geblieben, du. Sag ich doch. So wie. Boah. So, ihr Lieben. Würde sagen, Platten setzen machen wir morgen. Jetzt haben wir soweit alles schon wieder vorgegossen und vorgearbeitet. Und jetzt brauchen wir die Platten wieder rausnehmen und wieder auf die Brücke setzen. Irgendwann sollen die auch mal fertig werden. Aber ich denke mal. 1, 2. Ja, ich glaube, 4 Stück müssen wir mindestens noch setzen. Also nochmal so ein Gießvorgang. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen. Hat ja Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, mit mir auch. Okay, und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und natürlich, ihr wisst, für jedes Abo bin ich euch dankbar. So, dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.